Wie verläuft die Deutsche Anlegermesse eigentlich aus Sicht der Aussteller? Diese Frage reiche ich weiter an David Wotzka von XTB. Also sind Sie zufrieden mit der derzeitigen Ausstellung hier in Frankfurt? Bisher kann man das natürlich durchaus sagen. Also man sieht es, ich kenne jetzt keine offiziellen Besucherzahlen, aber momentan sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Ich muss sagen, gestern standen die Zuschauer bei den Vorträgen bis auf unserem Stand raus. Also wir mussten dann natürlich mal gucken, wie können wir die Kunden hier oder die Anleger grundsätzlich natürlich hier abfangen in dem Sinne, wie können wir unser Produkt vorstellen. Also XTB in dem Sinne hat alles super funktioniert, wir sind super zufrieden. Ich denke mal, das wird sich dann auch später mit den Zahlen zeigen. Ja. Wenn sich die Aussteller schon Richtung ihres Standes gedrängt haben, wie nutzen Sie das? Was sagen Sie diesen Anlegern, die hier dann wirklich Richtung ihres Standes drängen? Wir stellen natürlich XTB in dem Sinne vor, wir bieten Plattform an, um wirklich diverse Märkte ja professionell auch zu handeln, mit natürlich günstigen Konditionen, das gehört alles dazu. Wir stellen natürlich auch unsere Leistung in den Fokus, wir versorgen unsere Kunden mit Informationen, die ganz, ganz wichtig ist. Es geht schließlich wirklich darum, die Märkte profitabel zu handeln. Das haben wir uns auf unser Fähnchen geschrieben und deswegen versorgen wir unsere Kunden dementsprechend mit den Leistungen. Es geht nicht nur um die Konditionen, sondern die Anleger müssen ja auf der Anlegermesse grundsätzlich aufgeklärt werden. Das hat sich auch die Deutsche Anlegermesse auch entsprechend aufs Fähnchen geschrieben und das versuchen wir hier auch wirklich konkret umzusetzen. Ja. Dann natürlich die Frage, wie klären Sie die Anleger in Bezug auf die europäische Schuldenkrise auf? Was sollte man in der Situation machen? Ja, die momentane Situation ist natürlich schon eine schwierige. Ja, wir sind im DAX mittlerweile, also in den letzten 2 Monaten, wenn man sich das anschaut, haben wir schon eine sehr, sehr gute Performance auch hingelegt, also wenn man sich den Indiz anschaut. Aber wir sind momentan auf einem sehr, sehr schwierigen Niveau, 7.000-Punkte-Marke, das werden Ihnen mit Sicherheit auch schon die anderen hier erzählt haben. Und es wird schwierig sein, diesen Widerstand zu überwinden. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass man erstmal mit einer Korrektur rechnen sollte in den Bereich vielleicht von 6.500 Punkten, wo der DAX entsprechend abgefangen werden kann. Wie das fundamental aussieht, das wird sich mit Sicherheit zeigen. Der ESM, der jetzt Mitte März auf uns zukommt, der Rettungsschirm in dem Sinne, der den EFSF ablöst, der wird ein Volumen von 500 Milliarden haben. Das reicht anscheinend noch nicht aus. Deswegen hat man sich Gedanken gemacht, den entsprechend nochmal aufzustocken. Das sind Themen, die werden die nächsten Wochen definitiv aktuell bleiben. Und ja, ich bin natürlich auch gespannt, aber charttechnisch gesehen sollte man sich erstmal darauf einstellen, eine Korrektur abzuwarten. Das ist meine Meinung in dem Sinne. An der Börse, da wird ja die Zukunft gehandelt. Der Anleger möchte wissen, wie sieht es aus im Jahr 2012 mit dem DAX? Wie geht er denn raus am Ende des Jahres, der Deutsche Leitindex? Meine Einschätzung war in diesem Sinne, dass wir durchaus, also wenn wir eine Korrektur sehen, diese sich sogar hinziehen kann in den Bereich von 6.100 Punkten. Das heißt also, die Anfangswerte, die wir 2011 gesehen haben, an denen wir angefangen haben. Aber ich denke mal, dass sich der DAX aus diesem Stand dann in dem Fall, also bei 6.100 Punkten, wirklich sehr, sehr deutlich erholen kann. Aber was dann nennenswert gut wäre, wenn wir bei einem Punktestand von 6.500 Punkten sind und dann auch entsprechend aus dem Handel am Ende des Jahres rausgehen. Herr Wotzka, vielen Dank für das Gespräch. Die XTB und David Wotzka rechnen mit einer turbulenten Zeit an der Börse, die aber durchaus zu nutzen ist.